Ihre zahlreichen Auftritte im In- und Ausland strotzen von Charme und Fröhlichkeit. Ihre Lieder tun vielen Menschen die Herzen auf. Und ihre Stimme, die man aus allen herauskennt, berührt. Ich freue mich heute bei uns am Lisbon Spezial eine Künstlerin zu haben, die international bekannt ist und grosse Erfolge schon feiern konnte. Herzlich willkommen bei uns, Francine Jordi. Dankeschön, schön, dass ich da sein darf. Wir sind hier in Lies, an der Lisbon. Mhm. Ich weiss nicht, wie gut kennt ihr Lies? Habt ihr überhaupt einen Bezug zu Lies? Also zu Lies eigentlich schon, ja. Ich bin vor 10 Jahren oder so, hatte ich da meine erste Gesangsstunde in der Nähe. Da hatte ich mal einen Bezug und ich habe einen ganz lieben Freund hier, den Fritz Bösch. Mit ihm bin ich, mit Feintool bin ich sehr verbunden und darum kenne ich eigentlich durch ihn auch ein bisschen Lies und was da so läuft. Dann vernimmt man das ja auch so. Schön, dann seid ihr ja nicht an einem ganz fremden Ort bei uns. Lisbon, Lies hat sehr viel mit Blau zu tun, vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Was bedeuten euch Farben? Ja, für mich ist es sehr wichtig zum Arbeiten. Natürlich brauche ich das, muss ich da schon sehr drauf schauen, dass das Kostüm passt, dass die Farben passen, dass die Hintergrundbeleuchtung passt, dass bei einem Auftritt einfach das möglichst das Beste rausgeholt werden kann. Und das ist eigentlich sehr wichtig für mich. Das ist, gehört eigentlich fast jeden Tag zu meinem Alltag. Ich habe mal an einem Ort gelesen, die dort eure Kleider zum Teil sogar selber entwerfen, die ihr auf der Bühne tragt. Ist das ohne Grund, dass ihr wirklich auch wohlfühlt und dass es wirklich stimmt? Es war ja so mit meinen Kleidern, es war so immer so ein bisschen das Problem gewesen. Ich habe eine ziemlich kleine Grösse und da findet man nie das Passende. Und wenn man dann etwas gekauft hat, musste man es so ändern. Und das war immer so ein Aufwand gewesen, dass man plötzlich gesagt so, suche ich mir jemanden, wo das einfach passt, wo man da zusammenarbeiten kann. Und dann habe ich eine liebe Freundin getroffen in Bern, die ich kennengelernt habe. Und sie macht jetzt eigentlich Kleider, sie tut sie ausarbeiten und ich komme mit meinen Ideen und ich weiss, was ich für Farben will und so. Und dann tun wir uns dann so eigentlich einigen. Schön. Jetzt habt ihr ja heute Abend ein Konzert hier in Lies. Mhm. Darum seid ihr auch hier bei uns. Habt ihr können zu uns kommen? Singt ihr hier live? Es ist immer live. Also ja. Bei mir, ich bin eigentlich ein Verfechter von Vollplayback. Das kommt bei mir nicht so über. Da kann ich mich nicht so ausdrücken, wie ich das will. Es ist einfach aus Kostengründen, ganz klar, nicht mehr Halbplayback, das heisst, es kommt Musik und der Chor kommt an die Band und dazu wird dann einfach ganz normal live gesungen. Ist sicher nicht so schön, wie wenn man eine ganze Liveband hinter sich hat, aber das kostet halt immer sehr viel, wenn man so viele Musiker hat und das können die meisten Veranstalter auch nicht zahlen. Und heute Abend ist ja sowieso eine Benefizveranstaltung. Das heisst, man muss möglichst viel Geld reinkommen und nicht rausgehen. Und darum haben wir sich auf diese Möglichkeit jetzt entschieden. Aber jetzt, wir können vielleicht gleich darauf zu sprechen kommen. Ihr habt hier ein Konzert von Brockup. Ihr habt auch morgen und übermorgen, glaube ich, ist auch noch ein Konzert. Wie kommt ihr zu dem? Was habt ihr da für einen Bezug dazu? Also ich habe eigentlich schon durch das ganze Leben durch handicapierte Menschen mich begleitet, habe immer mit denen zu tun gehabt und ich empfinde es eigentlich auch als selbstverständlich, mit ihnen ganz normal umzugehen, wie mit jedem anderen auch. Und ProGap ist dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich ihnen nicht da irgendwie helfen würde mit Konzerten und dass es wieder ein bisschen Medienpräsenz hat und so. Und das haben wir dann so eine gute Lösung gefunden. Es sind 6 Konzerte, die wir in der Schweiz geben. Also wir haben schon ein paar gegeben, wir haben schon Sissach ein Konzert gegeben, wir haben schon bei St. Gallus ein Konzert gegeben. Das waren wunderschöne Abende gewesen, immer. Und die Leute haben etwas für ihre Spenden und das ist ja auch schön. Also sie tun nicht nur Geld spenden, sondern sie bekommen ja auch ein Konzert dazu. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Möglichkeit. Ihr seid ja auch Botschafter für SOS-Dörfer. Habt ihr denn auch so kleine soziale Adern? Ja, das muss schon sein. Also, ich empfinde das schon als sehr wichtig, dass wenn man prominent ist, dass man aus ihm gut geht. Eben, dass ich etwas weitergeben kann anderen Leuten, wo es nicht so gut geht. Und SOS-Kinderdorf ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Die habe ich auch besucht in Ägypten. Dass die Kinder die können nichts dafür, wie sie sind geboren und wo sie her sind geboren. Und dann muss man irgendwie das Leben ein bisschen erleichtern, denkt mir. Und wenn ich das mit beitragen kann, dann ist das sicher eine super Sache für mich, ihnen zu helfen.
ich habe vorhin gesagt, eben, eure Auftritte, die sprühen so von Fröhlichkeit. Und auch jetzt, wenn ihr da wie von mir hockt, man merkt, irgendwie seid so lebendig und wirklich fröhlich. Ihr habt so ein sonniges Gemüt. Wie schafft ihr das, immer so gut gelaunt zu sein? Ja, also das liegt sicher schon mal in meinem Naturell. Ich bin einfach so, ich bin ein ziemlich positiver Mensch. Ich lache gerne, ich bin gerne fröhlich, ich kommuniziere gerne mit den Leuten, ich singe gerne. Das gehört einfach zu mir. Und das ist ja so ein bisschen mein Image geworden, dass ich stetig lächelnd sei. Ich glaube, es ist nichts Schlechtes, wenn man zwischendurch ein bisschen lacht und fröhlich durch die Weltgeschichte herumgeht. Und mir macht das halt Spass. Klar gibt es auch Momente, wo ich vielleicht ein bisschen trauriger bin oder weiß nicht, so weniger gut gestimmt bin. Aber das geht eigentlich bei mir dann glücklicherweise sehr schnell wieder vorbei und dann freue ich mich wieder am Leben. Aber jetzt geht es mal um Fragen. Gibt es denn auch eine andere Francinior? Wie sieht die zum Beispiel morgen um 6 Uhr aus? Ja, zum Teil sehr gut, zum Teil nicht. Es kommt ein bisschen auf die Nacht drauf an, wie viel das ja geschlafen. Aber das ist morgen, ich bin nicht unbedingt am Morgenmuffel, aber sagen wir, die erste Viertelstunde ist für mich. Gibt es schon auch noch eine andere Seite? Ja. Einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach, ich bin ein normaler Mensch. Ich bin also nicht, wie alle das Gefühl haben, sind jetzt, wenn ich dem auch nicht lächle, dann sei das ein Weltuntergang oder so. Ja, man lebt sich natürlich halt einfach schon im Fernsehen, ja. Meistens, wo man nicht sieht, halt, aber so von der sonnigen Seite. Ja, aber ich bin auch vor der Kamera, zum Glück eigentlich wie hinter der Kamera. Und das ist auch das, was für mich noch gäbig ist, nicht so anstrengend. Man muss sich nicht verstellen. Die sind eigentlich immer noch sehr jung, obwohl sie schon sehr viele Erfolge können feiern konnten und unzählige Auszeichnungen auch schon bekommen haben. Wie ist denn das? Kann man denn da überhaupt irgendwo noch Ziel haben? Woher will man denn da nachher, ja, noch, wenn man schon so weit oben ist auf dem Leiter? Ja, da oben bleiben am liebsten. Also das ist jetzt schwierig. Es ist schwierig, raufzukommen. Das ist in heutiger Zeit. Da braucht es einen Zeitungsartikel oder je nachdem einen Fernsehauftritt. Dann ist man schon ziemlich berührend. Schwierig ist es oben bleiben, dass man dann wirklich über Jahre kann bestehen kann. Und das ist eigentlich für mich die Herausforderung. Hättet ihr auch noch andere Betätigungsfelder? Also außer die Anführungszeichen nur zu singen? Also, oder habt ihr auch das Gefühl, also, von der Karriere her, die möchten jetzt auch noch so eine andere Richtung auch noch anschieben? Ja, ich bin immer noch in Neuenburg, im Konservatorium, bin dort immer noch klassischen Gesang, mache jetzt das Konzertdiplom, werde nächstes Jahr abschließen mit dem. Also das ist sicher mal ganz eine andere Richtung. Hat natürlich auch wieder mit Musik zu tun. Musik also ist einfach mein Leben. Das ist eine klassische Stimmausbildung. Ja. Das ist klassische, einfach Musikhochschule, ja. So wie man dem sagt. Konservatorium und das nimmt natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch, das mache ich auch sehr gerne und es gibt immer wieder Sachen, die ich auch sonst gerne mache. Es ist nicht nur, mein Beruf ist ja sowieso nicht nur auf der Bühne zu stehen und zu singen, sondern eben, es gehören Kleider dazu, es gehören PR-Termine dazu, so wie hier, Radio, Fernsehinterview, es gehören ganz viele Sachen, Sponsoring, Auftritte, da gibt es ganz viele schöne Sachen, die man machen kann. Die sagen immer, ja, nein, also Opernsängerin will ich nicht werden. Jetzt habe ich aber irgendwo an einem Ort gesehen, dass der doch ein Opernauftritt hat. Nein, es ist nicht ganz richtig, dass er gesagt hat, das will ich nicht werden. Ich mache klar die Ausbildung, für die ich auch mal klassisch auf einer Bühne stehen kann. Das habe ich auch schon letztes Jahr mit einem Liederabend gemacht, wo eben dann nur Mozart und Gershwin und Britten und wirklich so ist gesungen worden. Und dieses Jahr mache ich einfach ein Konzert, das ist die Zauberflöte, die ich mache. Da spiele ich Papagena und da freue ich mich auch sehr drauf. Ich mache einfach gerne so Ausflüge. Es heisst einfach, ich will nicht Fach wechseln, ich will nicht nur noch klassisch singen, sondern ich mache gerne zwischen einen Ausflug und genieße das dann sehr und nehme die Herausforderung sehr dankend an. Schön. Jetzt bin ich so ein bisschen zurückgekommen zu euren Lieder, so wie man euch eigentlich so kennt. Wer macht eigentlich die Lieder für euch? Wer macht den Text? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe verschiedene Komponisten, die wir schon länger mit ihnen zusammen arbeiten.
wo es Spass macht. Es gibt aber auch immer wieder Leute, die einfach ein Lied schreiben und dann schicken sie es und dann plötzlich ist es auf einer CD drauf oder ich mache es selber. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber dir hat schon auch noch etwas dazu zu sagen, was der Ja, das bestimmt. Es bestimmt eh, was auf der Bühne gemacht wird, weil schlussendlich muss ich hinter diesen Liedern stehen und keine Plattenfirma, kein Management. Darum ist es so wichtig, dass ich für mich natürlich einverstanden bin. Eben, weil nicht schon so ein das Gefühl, das stimmt irgendwo schon so ein mit eurer Lebenseinstellung auf jeden Fall. Überein, dass das nicht einfach so etwas übergestülpt ist für Nein, euch. Nein, das muss schon passen. Wie weit kann man denn Leute manipulieren mit solchen Texten? Manipulieren, das kann man glaube ich nicht. Also bei der Musik nicht. Entweder es gefällt ihm oder es gefällt ihm nicht. Jeder ist da irgendwo selber verantwortlich oder was er will hören. Das kann jeder selber entscheiden. Es kann jeder den Fernseher oder das Radio abdrehen. Ich glaube, entweder gefällt ihm einfach die Art von Musik und hat halt gerne positive Texte. Es sind ja mehrheitlich positive Texte. Entweder man hat das gerne oder man hat das nicht gerne. Das sagt es immer nicht zu. Aber ich glaube nicht, dass man da gross manipulieren kann. Eben, jetzt apropos gerne haben, manchmal habe ich so das Gefühl, die sind vor allem in Österreich sehr so, etabliert. Es gibt auch sehr viele Konzerte in Österreich. Hat das auch mit der Art des Österreichs zu tun, dass denen das sehr gefällt? Ja, also Österreich läuft im Moment sehr gut. Ja, ich bin sehr viel dort und es macht auch Spass. Ich denke mir, sie sind sehr ähnlich mit dem Schweizer Publikum. Vielleicht sprechen sie darum auf mich an, wo ich aus der Schweiz komme. Ich kann das gar nicht so erklären. Ich glaube, wir sind halt schon sehr ähnlich und wir sind uns beide sympathisch, die Österreicher und ich. Ja, irgendwo hat man so das Gewissen, passt so überein. Ja. Und es ist ja sehr oft so, dass so der Prophet im eigenen Lande, also es ist nicht, dass man dich hier gar nicht hören oder so, aber einfach extrem viel auch im österreichischen Fernsehen. Ja, es ist ja auch schön, dass man dort so eine Grundlage hat. Eigentlich. Ja. Also für mich ist es sehr wichtig, weil hier vor der Schweiz alleine kann man nicht leben. Da muss man eigentlich, es ist ja nur die Deutschschweiz, wo ich meine Konzerte gebe. Und das reicht natürlich alleine nicht, für davon können zu leben. Und da ist es schön, wenn man eben auf andere Länder, Deutschland oder Österreich, zurückgreifen kann. Aber ja, also mein grösster Fanclub ist immer noch hier in der Schweiz. Und die schönsten Konzerte darf ich hier in der Schweiz geben und dort Fernsehsendungen, das ist schon sehr schön. Aber natürlich kommt auch das ORF mit Sendungen, wie zum Beispiel Weihnachten auf Gut Eiderbichl. Ja, machen wir jetzt noch eine Sendung im Sommer, die auch auf Gut Eiderbichl ist. Da gehen wir jetzt gleich drehen. Und das ist aber auch schön, dass es dann auch die Schweizer übernehmen und auch die Schweizer ausstrahlen. Also das, ich glaube. Das stimmt, das ist schon so ein bisschen, dass es so wie eine Familie ist mit dieser Volksmusikgruppe, so Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, Familie, das, keine Ahnung. Es ist einfach, wir unterstützen dich sicher. Die Fans und die Künstler selber, die sind sicher viel näher als in der Popbranche. Ich kenne sehr viel von meinem Fanclub, das kennen sicher Pop-Leute nicht so wahnsinnig. Aber, schön, ja. Ich kenne auch sehr viel per Namen und weiss, wenn sie an Konzerte kommen und dass sie auch zum Teil Briefe, die wiederkommen. Also ich glaube, es ist einfach ein näherer Kontakt. Jetzt eben, man hört schon, wenn ihr redet, dass ihr nicht von weit weg kommt. Ihr kommt, glaube ich, aus dem Emmental. Aus Bern, ja. Bern-Region. Ursprünglich, ja. Also ihr habt Gott sei Dank den schönen Berner Dialekt noch behalten. Ja. Gibt es denn auch so Momente, wo bei der Frau Senior die Heimweh aufkommt, wenn man jetzt so lange im Ausland ist? Ja, das hat es vielleicht am Anfang gegeben, aber mittlerweile kann ich meinen Terminplan so planen, dass ich eben nicht bis zu dem Punkt komme, wo ich dann gerne heim will, sondern man macht einfach so Gruppen und dann ist man vielleicht mal 2 Wochen weg und dann geht man wieder heim und so. Also ich bin sicher immer gerne daheim und darum habe ich auch gesagt, ich will nicht wegziehen. Ich will nicht nach Zürich, ich will nicht nach München oder nach irgendwie Salzburg oder so. Das ist nicht mein Zuhause. Ich brauche meine Familie um mich, ich brauche meine Freunde um mich. Ihr habt eure Wurzeln schon noch so. Ja, und das ist mir sehr wichtig, dass ich dort bleibe, wo ich herkomme eigentlich. Das gefällt mir dort. Also die Berner Umgebung ist für mich schon Heimat, ja. Ja, jetzt nimmt es mich noch so wunder, was denn eigentlich so in weiterer Zukunft noch so für
Pläne, Projekte anstehen? Was hat Frau Signordi noch vor? Ja, also jetzt kommt eben gerade mal zum Beispiel das Eiderbichl, die TV-Sendung, die dann zu Pfingsten ausgestrahlt wird. Und wir haben momentan wieder eine Doppel-CD auf dem Markt, wo man da natürlich wieder Promotion dafür macht. Nein, was haben wir noch? Ja, Opern haben wir auch schon angesprochen. Wir haben schon alles gesagt eigentlich. Und dann kommt schon wieder die Weihnachtssendung auf Eiderbichl, die wir wieder drehen. Im Herbst kommt ein grosses Album, ein ganz neues Album, wo wir jetzt dafür ins Studio gehen. Also es läuft immer etwas. Ja. Habt ihr auch noch so Träume für die ganz, ganz weite Zukunft? Nein, eigentlich Träume, das mache ich mir eigentlich gar nicht. Ich lasse auf mich zukommen, genieße das, was kommt. Ich habe Wünsche, und zwar, dass es allen gut geht in meiner Familie, mit meinem Lebenspartner, dass einfach alle gesund sind, dass wir so eigentlich sehr wenig Tiefschläge müssen mittragen oder so. Das sind so die Sachen, die sich, glaube ich, jeder wünscht. Und Gesundheit, ohne das kann man nicht machen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Auf eurer Homepage habe ich noch so etwas Lustiges gelesen. Dort hat es geheissen, dass ihr immer jordiger werdet. Yeah. Habt ihr das Gefühl, ihr seid auf diesem Weg? Ich glaube schon, ja. Also, meine Musik hat sich ja mit mir weiterentwickelt. Jetzt sind wir schon gleich das 10-jährige Jubiläum, Jesus nein. Und von dem her ist es halt schon so, der Mensch entwickelt sich. Und ich habe mit 21 angefangen, ich war also sehr jung eigentlich noch. Und da verändert man sich ein bisschen. Und das habe ich jetzt schon das Gefühl, dass es wirklich so ist, wie ich das gerne habe. Und es passt zu mir, was ich im Moment mache. So bei euch selber angekommen sind. Ja, die alten Lieder sind aber auch immer noch sehr fest verankert in meinem Konzertprogramm, ist ganz klar. Und das gehört zu meinem Weg. Das geniesse ich, einfach etwas Neues machen und wieder auf das Alte und wieder so wechseln. Dann wünsche ich euch für die Zukunft alles, alles Gute. Danke ganz herzlich, dass ihr hier zu uns in die Lispo seid gekommen. Und vor allem auch viel Erfolg heute Abend im Konzert. Das ist lieb, danke vielmals. Danke.